Sie sind hier, 27. Dezember 2018, 8.31 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Alexander Zverev hat sich gegen die Einführung des Tiebreaks im Entscheidungssatz bei den Australian Open ausgesprochen. Urheberrecht Getty Images. Alexander Zverev kritisiert die Organisatoren der Australian Open für eine Regeländerung in Sachen Entscheidungssatz. Zudem fordert er mehr Mitspracherecht. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev, 21, hat die Einführung des Tiebreaks im Entscheidungssatz bei den Australian Open kritisiert. Ich mag die Änderung nicht so sehr, weil ich denke, dass es etwas Besonderes ist, wenn es im fünften Satz zum Beispiel 12.10 Uhr ausgeht, sagte der Weltranglistenvierte der Zeitung The Australian am Rande der Vorbereitung für den Hopman Cup in Perth, den er ab Sonntag an der Seite von Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber bestreiten wird. Ab 2019 wird beim ersten Grand Slam-Turnier des Jahres im fünften Durchgang des Herren-Einzels als auch im dritten Satz der Damenkonkurrenz ein Tiebreak bis mindestens 10 Punkte ausgespielt. Bislang musste der Gewinner 2 Spiele Vorsprung haben. Zverev moniert fehlendes Mitspracherecht. Ich habe diese Situationen und Spiele wirklich genossen, auch wenn sie körperlich hart sind, sagte Zverev weiter, dafür spielen wir, und jetzt hat jedes Grand Slam-Turnier außer Roland Garros einen Tiebreak, wovon ich kein Fan bin. In Wimbledon wird es ab 2019 bei 12.12 Uhr im letzten Durchgang einen Tiebreak bis 7 Punkte geben, der bei den US Open in New York bereits seit Jahren beim Stand von 6:6 ausgespielt wird. Nur bei den French Open in Paris wird der Entscheidungssatz noch ohne Tiebreak ausgespielt. Zudem monierte der gebürtige Hamburger, dass die Spieler bei der Entscheidung der Organisatoren der Australian Open nicht mit einbezogen wurden. Ich glaube, kein Spieler wurde gefragt, um ehrlich zu sein, sagte er. Dies steht im Gegensatz zu Aussagen von Turnierdirektor Craig Tiley. Wir haben die Spieler gefragt, sowohl aktuelle als auch ehemalige, und auch Kommentatoren, Berater und TV-Experten, hatte dieser zuvor erklärt. Von Sportinformationsdienst.